liebe Freunde, Follower, Fans und ja, YouTuber oder Witcher-Freunde. So, ich habe mir das überlegt, ich werde jetzt immer wieder hier diese Quests machen. Also ich werde nicht einfach eine Stunde zocken oder so etwas über eine Stunde, sondern ich werde jetzt Quest für Quest alles hier so ein bisschen durchgehen. Aber immer ja, in den Teilen weiter. Und ich werde dann dazu schreiben, welche Quest wir zum Beispiel gerade machen. Übrigens, ja, Teufel beim Boden hatten wir jetzt in der letzten Folge gemacht. Hallo Plötze. Und da fehlt jetzt natürlich noch, um die Quest abzuschließen, eben noch bei Odolan die Belohnung abzuholen. Das machen wir jetzt hier und suchen uns dann die nächste Quest. Die Quest will ich jetzt deswegen erstmal machen, weil wir müssen natürlich ein bisschen in der Stufe hochgehen, so wie ich das jetzt so mitbekommen habe. Weil sonst können wir diverse Quests und so weiter zum Beispiel nicht weiterverfolgen. Deswegen, das Einfachste ist halt, nicht die Gegner ummetzeln wie blöde, sondern die Quests zu machen. Also das habe ich schon öfters jetzt gelesen. Deswegen ist dies jetzt meine Entscheidung. So, achso, warte, da ist die Tür hier vorne. Absteigen. Und dann gehen wir mal bei ihm rein. Odolan, Kollege Pflegefall. Wo bist du? Da. Zack. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meisterhexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Ja, ich brauche leider das Geld. Ich will jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, aber die Entscheidungen sind ja auch am Ende für das Ende. Also es gibt wohl drei verschiedene. Was sagst du, Lina? Soll man das Geld, soll er das Geld für die Tochter behalten oder soll man das annehmen? Kommt drauf an. Annehmen? Wenn man es braucht. Ja, theoretisch schon. Okay. Na, sowas. Also meine Kleine gedacht, hat gesagt, ich soll es nehmen. Oh, jetzt sind wir Stufe 4. Verfügbar oder ein Punkt. Würde. Seltsame Zeiten, nicht wahr? Seltsam und traurig. Ja, wie gesagt, Digga, tut mir echt leid. Ich hätte es ja... Ich hätte es ja gerne nicht angenommen, aber... Quest abgeschlossen. So, da seht ihr, da wurde die Quest jetzt abgeschlossen und so werde ich das demnächst machen. Dass ich halt wirklich die Quests annehme und dann durchspiele. Jetzt schauen wir nochmal auf der Karte. Gibt's garantiert noch irgendwelche Quests. Ja, zur Klagebrücke theoretisch. Aber hier haben wir die nächste Quest und da würde ich jetzt hinreisen, um weiter aufzuleveln. Ach übrigens, da fällt mir gerade ein, wir können ja hier beim Charakter, ist mir letztens erst aufgefallen. Und zwar können wir hier zum Beispiel Dinge erhöhen. Verfügbare Punkte, Mutagene. So, da haben wir hier einmal Mittagserscheinungsmutagen und hier haben wir Eingreifenmutagen. Beides bringt plus 50 Vitalität. Ja, Platz auswählen. So, dann ist ein Mutagen aktiviert, gewährt es Boni auf deine Charakterwerte. So. Dann sowohl Mutagene als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere ein Mutagen auf einem Feld mit mindestens einer Fertigkeit der gleichen Farbe, um seinen Bonus zu erhöhen. So, passt eine Fertigkeit nicht zur Farbe des Mutagens in seinem Feld, erhöht sie auch nicht den Bonus des Mutagens. Die Erhöhung durch andere passende Fertigkeiten in diesem Mutagenfeld bleibt bestehen. Je mehr Fertigkeiten sich in einem Feld befinden, die zur Farbe des Mutagens auf diesem Feld passen, desto größer fällt der Bonus des Mutagens aus. Jede passende Fertigkeit erhöht den Bonus um 100%. So, Mutagene können auch dazu verwendet werden, mächtige Tränke herzustellen, die als Mutagen-Absolute bezeichnet werden. Ja. Also, das heißt, hier gibt es zum Beispiel noch irgendwas. Da haben wir Sonne und Sterne. Tagsüber regenerierte Vitalität 10 pro Sekunde. Aha, aha. Hier können wir nämlich auch alles Alchemie und so hinzufügen. Artzeichen.
Hier können wir die Zeichen nämlich auch noch erhöhen. Also es gibt so vieles, was wir machen können hier eigentlich. Alchemie will ich jetzt mal nicht. Ich gucke jetzt mal hier. Adlerauge. Wutkontrolle. Ich würde sagen hier Sonne und Sterne. Das würde ich gerne nehmen. So. Jetzt will ich mal eben gucken. Da ändert sich natürlich nichts. Tja, wir lassen es trotzdem mal so. Und reiten. Zur nächsten Quest, die wir dann jetzt gemeinsam machen werden. Alter, Blötze, was machst du, bist du behindert, ey? Ab in den Graben, Junge! So. Komm schon! Huch. Komm mal her, du Wolf! Aua! Mann. Brauchen wir nicht einsammeln, haben wir schon genug von. Magie, ein Ort der Macht. Eine Erscheinung, Stufe 6. Huch. Komm her, du Erscheinung. Wow. Alter Schwede. So, Smaragdstaub und Geisteressenz. Das nehmen wir auch direkt mit, weil wir können dann ja wieder einen Fertigkeitenpunkt gewinnen. Wölfe jucken mal gerade gar nicht. Holla, Meister Hexer. Nicht so schnell, Plätze. So, guter Mann, bei dir war ich schon mal am Anfang. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Jo, machen wir mal. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Kostbare Fracht. Ich schreibe mir das mal eben auf. Weil... Dann kann ich euch das ja so einstellen. Bei YouTube, also mit Überschrift. Ne? So, schauen wir mal. Zutaten sammeln. Ah, hier haben wir doch was. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Da hinten ist doch der Wagen. Oh, hier ist gut was los. Was ist das für eine Sprache? Da ist der Wagen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen.
Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Was sind's? Kräuter, alles einsammeln hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, müsste noch irgendwo irgendwas sein. Ja, den hatten wir ja schon untersucht. Mitnehmen. Mitnehmen. Oh. Kann man das mitnehmen oder was? Ah, warte mal. Feuerschaden? Verkehrte Richtung. Sehr geil. Es brennt. Ah, Honigwaben. Sieh mal einer an. So nimmt man also die Honigwaben mit. Sehr schön. Da haben wir wieder was gelernt. Ich hätte jetzt lieber irgendwas mit Rauch gemacht, aber Rauch geht ja schlecht. Noch mehr Honigwaben. Zack doch mal auf die Kiste ein. Oh. Bam. Was haben wir hier denn? Das ist alles von der Kiste gerade. Aber hier muss ja noch irgendwo irgendwas anderes sein. Da hinten ist noch eine Kiste, da sind Kräuter. Ist auch von der. Also von dem Fass, nicht von der Kiste. Ah. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. So, junger Mann. Dann klären Sie uns doch mal auf. Screenshot. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht, mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Ja, pass auf, sie soll die Tür abhauen. Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört, wie ich dein Herz höre, das klopft, wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Können wir dir jetzt folgen, oder was? Was passiert hier? Jo, wir können hinterher. Plötze! Ah!
Oh, das ging schnell. Mit einem Streich. Ich muss ihn hier wegbringen. Jo, machen wir, Chef. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Gerner. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Ich bringe dahin. Ich bring dich zu den Nilfgaardern. Du bist ein Mörder, kein Soldat. Und du bist ein Verräter. Da draußen trägt dein Galgen deinen Namen. Ach, warte mal, die Nilfgaarder waren doch die anderen wohl. Scheiße, kacke. Oh, hey, Soldat, wartest du vielleicht auf einen verspäteten Transport? Wie? Ja. Korporal Finnett ist zum Hauptquartier aufgebrochen, Medizin holen. Er ist noch nicht zurück. Dabei hätte er seit Tagen hier sein sollen. Kann ich die Entscheidung mir rückgängig machen? Hier in der Schachtel ist die Medizin. Und dieser Wunderknabe hier ist Lügner, Dieb und Mörder eures Korporals in einem. Fick dich doch, Mutant. Hauptmann Peter wird sich um ihn kümmern. Und dir, Nordling, gebührt unser Dank. Das Medikament rettet unsere Männer nicht, aber es macht das Sterben erträglich. Fragen wir, was sie haben. Eure Soldaten sind krank? Was haben sie? Weiß ich nicht. Ich frage auch nicht. Wer das tut, landet üblicherweise direkt an der Front. Ich habe eigentlich mit einem greifbaren Zeichen der Dankbarkeit gerechnet. Golden und klingend, um genau zu sein. Ich dachte, du hättest aus Überzeugung gehandelt, nicht aus Gier. Aber wenn das nicht stimmt, hier, dann kannst du berichten, dass Nilfgaard großzügig zu denen ist, die ihm freiwillig dienen. Also beim nächsten Mal entscheide ich mich anders. Also Nilfgaard war eine die. Ach, jetzt war ich ja total verpeilt, ey. Scheiße. 10 Erfahrungspunkte. Nett. Und was soll ich da jetzt? Was ist da? Ach, Schnellreise. Okay. Ja, die Quest hätten wir jetzt eigentlich auch erledigt. Das heißt, hier könnten wir theoretisch wieder das Let's Play beenden und wir machen das nächste, oder? Würde ich sagen. Aber nicht mehr für den Nilfgaarder. Verdammt nochmal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Shani. Ciao, ciao.